Ich lese. EU erleichtert gemacht, die Einnahmenüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis aus dem Ewald von Kleist Verlag, wenn ich das. Zweite Auflage und ich bin angekommen bei Lektion 23, die EUA als Planungsinstrument in fünftens ist das, glaube ich, fünftens Analyse und Ausblick. Die EUR als Planungsinstrument, Lektion 23. Diese letzte Lektion möchte ein paar grundlegende Fragestellungen aufwerfen, die bei der Gewinnermittlung nach Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes zumindest angedacht werden sollten. Die Vorteile der Einnahmeüberschussrechnung liegen auf der Hand. Einfache Handhabung, geringere Anforderungen an die Buchhaltung, steuerlicher Gestaltungsspielraum durch Beeinflussung der Zahlungszeitpunkte, in Klammern Ausgaben vorziehen oder hinauszögern, Erlösrechnungen schnell oder langsam einfordern, Klammer zu. Aufgrund dieser einfachen Handhabung hat die Einnahmeüberschussrechnung, gerade wenn es sich um ein freiberufliches größeres Unternehmen handelt, erhebliche Nachteile. Wird ein gewerbliches Unternehmen größer, rutscht es automatisch über Beschluss 141 der Abgabenordnung in die Bilanzierung. Paragraph 141 der Abgabenordnung. Das passiert einem freiberuflichen Unternehmen nicht. Es kann freiwillig zur Bilanzierung übergehen gemäß Beschluss 4 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes. Der Nachteil dabei ist, dass der oben angesprochene steuerliche Gestaltungsspielraum in Klammern abstellen auf den Zahlungszeitpunkt Klammer zu wegfällt. Was sind die gravierenden Nachteile? Durch die reine Geldverkehrsrechnung sind aussagefähige betriebswirtschaftliche Auswertungen schlecht möglich. hat man im Kapitel davor gesehen. Das alles liegt Steuerung nach Bilanzierung nahe. Sie können ja einen netten Gewinn von 60.000 Euro ausgewiesen haben, der Ihnen aber wenig nützt, wenn das auf der anderen Seite 55.000 Euro an offenen Lieferantenverbindlichkeiten oder Fremdleistungen, wenn auf der anderen Seite 55.000 Euro an offenen Lieferantenverbindlichkeiten oder Fremdleistungen stehen. Die Lieferantenverbindlichkeiten sind bei einer reinen Einnahmeüberschussrechnung nicht erfasst. Es kann also sein, dass Sie sich reicher machen, als Sie sind, wenn Sie nur auf das Zahlungsergebnis achten. Zum Zweiten können Probleme auftreten, wenn Sie nicht Alleinunternehmer sind, sondern an einer Personalgesellschaft beteiligt sind, die sich irgendwann auseinandersetzt, in Klammern beendigt wird. Beendigt kenne ich auch noch nicht. Naja. Sprachoriginell. Was könnte es für Lösungen geben? Es ist möglich, auch in der Einnahmenüberschussrechnung eine doppelte Buchführung anzulegen. Das bedeutet, Sie buchen Ihre Erlösrechnung gegen Kundenkonten und die Aufwendungen gegen Lieferantenkonten mit Rechnungseingang. Wer sich gern beschäftigt, macht das. Wer sich gern beschäftigt, bezahlt sowieso so Steuern, wie hier in dem Buch beschrieben wird. Für das steuerliche Ergebnis erfolgt eine Korrektur, sodass wieder nur die Zahlungszeitpunkte berücksichtigt werden.
In Klammern erfolgt in der Regel durch die Buchhaltungssoftware automatisch, Klammer zu. Die Kundenlieferantenbuchhaltung wird also als offene Postenbuchhaltung, in Klammern Opus, Klammer zu, geführt. Sie können also auf einen Blick sehen, welche Kunden besonders im Verzug sind, welche ihnen den besten Umsatz bringen, in Klammern ABC-Analyse, Klammer zu, und so weiter. Warum auch immer. Ihre Lieferantenbuchhaltung können Sie auf diese Weise mit dem Zahlungsverkehr abstimmen, sodass Sie immer innerhalb der Skontofrist bezahlen. Sie haben gegenüber einem Lieferanten auch eine bessere Verhandlungsposition für verbesserte Lieferbedingungen, in Klammern höherer Skonto, längeres Zahlungsziel, Klammer zu, wenn Sie auf Knopfdruck zeigen können, wie wertvoll Sie für ein Unternehmen sind, in Klammern A-Kunde, Klammer zu. Weil Sie so verdammt viel Waren einkaufen und immer pünktlich bezahlen, verdammt. Verdammt, es geht weiter. Gerade wenn Sie umfangreichen Lieferanten- und Kundenverkehr haben, sollten Sie den Nachteil der aufwendigeren Buchhaltung mit den Vorteilen verbesserter Auswertung abwägen. Was können für Probleme in einer Mehrpersonengesellschaft auftreten? Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Das ist der Fall 111. Tschüss.